Hallo liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, hier ist wieder Modell und Bahn, die erste Ausgabe im Jahr 2017. Und Sie können es auch ganz unschwer an dem ganzen Gewusel und Hintergrund hier erkennen, wir sind auf der Nürnberger Spielwarenmesse. Und wir haben vor, Ihnen natürlich auch die Neuheiten in diesem Jahr näher zu bringen. Und wir haben uns entschlossen, das ungefähr circa gefühlte 2 Stunden lang zu machen. Hier an diesem Eingang beginnt der Modellbahntraum. Mit einer kleinen Einschränkung. Hier dürfen nur Fachbesucher rein. Deswegen sind wir für Sie hier vor Ort. Ich bin gespannt, mit welchen Neuheiten die Modellbahn- und Zubehörhersteller in diesem Jahr das Modellbahnherz höher schlagen lassen wollen. Mein erster Gesprächspartner, und das schon seit vielen Jahren, ist Heiner Groh von Tillich Modellbahnen. Ja, hallo, guten Tag erstmal. Ich freue mich auch, Sie hier begrüßen zu können, wie fast jedes Jahr in den letzten Jahren her. Ja, eine neue oder eine ganz besondere Aktion, das ist unser, wie soll man sagen, mehrjähriges Projekt des Salonwagenzuges der DDR-Regierung, den wir in den Nenngrößen TT und H0 umsetzen wollen. Und wir haben ja letztes Jahr zu unserem Tag der offenen Tür im Juni des letzten Jahres dieses Projekt das erste Mal so richtig vorgestellt, was also der Kunde zu erwarten hat. Und von diesen ersten Vorstellungen, das heißt also von dem ersten Set, was wir in diesem Jahr anbieten, gibt es dann auch schon einige Sachen, zumindest erstmal als CRD auf alle Fälle schon mal zu sehen. Und wie viele Wagen werden das sein von dem Regierungszug? Also wir werden mit diesem Jahr beginnend insgesamt 9 Wagen umsetzen. Das heißt jedes Jahr 3 Stück in einem jeweils Dreierset 2017 bis 2019. Und das ist auch dann das erste Mal, dass wir, sage ich mal, so ein mehrjähriges Projekt dann halt auch den Kunden im Vorwege schon mitteilen, was sie eigentlich dann halt zu erwarten haben. Und als Lokomotiven passen natürlich dann ganz besonders die Baureihe 218 dran. Das ist richtig, wobei, sag ich mal, wir die ja in der Nenngröße TT dann halt haben. Das heißt, haben wir jetzt in diesem Jahr ja auch eine Neuheit bereits dort mit angeboten. Die wird es dazu geben. Und in der Nenngröße H0 haben wir diese Lokomotive leider nicht. Ich denke mal, da wird es aber andere auch Modellbahnhersteller können geben, die vielleicht dann halt auch dann darauf aufspringen werden. Aber mit dieser Aktion, mit diesen Wagen, ist ja noch was ganz Besonderes verbunden. Ja, das ist richtig. Und zwar werden wir von jedem verkauften Set, was es gibt, in der Nenngröße TT unter H0 jeweils 10 Euro spenden der Stiftung Kultur auf Schienen, die sich eben dann dem Erhalt und Wiederaufbau der Originalfahrzeuge widmet. Und dazu werden wir dann morgen hier auf der Messe um 14 Uhr an unserem Stand den Herrn Zwingenberger begrüßen zu können, der als Stiftunggeber eben fungiert. Und den werden wir dort einen ersten Betrag spenden können. Da wollen wir mal versuchen, dass wir ein paar Bilder mitbekommen und Ihnen, liebe Zuschauer, auch nicht vorenthalten. Kommen wir aber jetzt zu den weiteren Neuheiten, die dieses Jahr ganz aktuell sind. Da steht bei mir auf dem Zettel die BA99 in H0M. Das ist richtig. Mit der haben wir ja im Prinzip das letzte Jahr relativ gut dann halt beschlossen. Wir haben ja dort die ersten Varianten ausgeliefert. Ich denke mal, es ist auch allen Kunden klar, dass wir natürlich mit den ersten 3 Maschinen noch nicht alles abgerast haben, was es dann halt dort gibt. Das heißt, der Kunde darf eben in diesem Jahr noch weitere Varianten dann davon erwarten. Dann haben wir einen offenen Güterwagen 00 in Nenngröße H0M und H0E. Richtig, das ist unsere diesjährige Neuentwicklung. Das heißt, wir werden ja dann halt unser Schmalspursortiment dort weiter ausbauen, werden das nicht nur in diesem Jahr tun, auch in den nächsten Jahren dann. Und wir haben ja schon vielen Kunden signalisiert, dass wir eben auch dort immer wieder Formneuheiten herausbringen. Und da ist dieser 4-achsige offene Güterwagen OO dann halt einer in diesem Jahr. Und auch dort, die Modellbahner wissen es, sicherlich die Schmalspurfreunde auf alle Fälle. Der hat ja auch im Original diverse unterschiedlichste Varianten, wie Cabrio-Wagen weiterführend. Also auch da, denke ich halt einmal, wird man in den nächsten Jahren dann noch mit Tillich rechnen können. Also merken wir schon, dass dieser Markt oder dieses Marktsegment Schmalspurbahn sicherlich auch ein ganz besonderes ist für die viele Modellbahner, denke ich mal. Ja, das auf alle Fälle. Und wir haben da ja vor circa 5 Jahren mit angefangen. Dann heißt erstmal etwas älteres Material wieder zu beleben. Aber ich denke mal, der Modellbahner sieht schon die Neuentwicklungen, die wir in den letzten Jahren dort reingebracht haben. Und wie gesagt, damit ist jetzt noch nicht Schluss. Das wird dann halt also auch dort in den nächsten Jahren weitergehen. Kommen wir jetzt zur Spur TT. Da gibt es eine A-Lok, die E94. Richtig, die E94 ist in diesem Jahr unsere Formneuheit, das heißt also unser aktueller Highlight, den wir in diesem Jahr haben. Es ist ein lang gehegter Kundenwunsch vieler Modellbahner, gerade auch vieler Clubmitglieder, die in unserem TT-Club Mitglieder sind. Diese wollen wir natürlich jetzt dann halt als komplette Formneuheit, Neukonstruktion dann im Lauf des Jahres, es wird allerdings dann halt erst Richtung des 4. Quartales werden, dann unseren Modellbahnfreunden an die Hand geben.
Die gibt es dann in verschiedenen Farbvarianten oder gibt es da erstmal Deutsche Reichsbahn oder wie? Also wir haben jetzt dieses Jahr 4 Varianten in der Auswahl. Der Deutsche Reichsbahn natürlich ist ganz klar, ist mit dabei. Es wird dann auch eine ÖBB-Variante geben und wir werden natürlich dann halt auch in den nächsten Jahren weiterhin dieses Modell in den unterschiedlichsten Versionen dann halt ins Sortiment nehmen. Dann kommen wir mal von der E-Lok weg, wieder zu einer wunderschönen Dampflok, die Baureihe 89. Ja, die Baureihe 89 haben wir ja im letzten Jahr angekündigt. Wir haben es leider nicht ganz geschafft. Das ist eine der 2, 3 Artikel, die wir im letzten Jahr nicht mehr geschafft haben. Aber wir können hier auf der Messe, wie gesagt, eigentlich ein sehr, sehr schönes Handmuster schon zeigen, was schon den aktuellen Entwicklungsstand dann halt eben zeigt. Und wir denken momentan, dass wir circa im März dann halt auch in die Auslieferung gehen können. Eine sehr kleine, diffizile Lok, die wirklich, sage ich mal, sehr, sehr schnuckelig daherkommt, wenn man es mal so nennen darf. Und auch die werden wir im nächsten Jahr sehr viel in unserem Programm haben werden. Dann gibt es also eine Formneuheit, das Oberteil der BR 245. Ja, die haben wir nochmal uns etwas vorgenommen, haben dort noch einige Änderungen mit hereingebracht. Natürlich, sage ich mal, auf alle Fälle im Dachbereich, wie auf den Seitenteilen. Und ich denke mal, wir haben dort auch dann halt vielen Kundenwünschen dann halt wieder entsprochen, die uns dort in den letzten Jahren dazu erreicht haben und haben eben die 245 nochmal etwas überarbeitet. Eine weitere Neuheit ist der Flachwagen SGMMNS. Ja, das sind so viele Buchstaben. Wie gesagt, die genaue Reihenfolge, das weiß man halt eben immer gar nicht so genau. Ja, dieser Flachwagen ist ein Transportwagen, ein Flachwagen, der eben, sagen wir mal, sehr, sehr häufig eben mit diversen Ladegütern beladen ist. Diesen bieten wir jetzt in diesem Jahr als komplette Neukonstruktion halt eben an. Gleich in 2 Varianten. Dieser ist im Original von der ERR, der European Rail Rent, irgendwo aus dem westdeutschen Bereich sitzt diese Firma und die hat diesen Wagen bei sich im Sortiment. Wir haben ihn demnächst bei der Firma Tillich im Sortiment. Und wenn wir schon mal Güterwagen sind, gibt es noch 2 offene Wagen, EANOS. Ja, richtig. Und zwar haben wir einerseits den bereits im Sortiment befindlichen EANOS überarbeitet. Der wird jetzt mit einem zusätzlichen Rahmen, nennen wir es mal so ungefähr, dann halt er oberhalb angegeben als Hackschnitzelwagen. Dieser wird allerdings dann halt auch in den jetzt im Lauf dieses Jahres dann noch in weiteren Varianten, nämlich der verlängerten Version des EANOS dann halt herausgebracht. Den auch gleich in der DR-Variante, wie auch in weiteren Varianten der europäischen Bahnverwaltungen. Ich denke mal, auch dort werden wir ein Modell, den Kunden anbieten können, was sicherlich dann halt auf vielen Anlagen dann auch zukünftig zu finden ist. Und dann kommen wir im Güterwagenbereich als letzten Wagen, als Neuheit vorstellen, einen Kesselwagen ZAES. Ja, dieser Kesselwagen, den haben wir ja im letzten Jahr als Herbstneuheit einfach mal so herausgebracht. Das war zum Beispiel auch das erste Mal, dass wir dort eine Formneuheit in den Herbstneuheiten gehabt haben per Ende August. Und den bieten wir jetzt noch in einer weiteren Variante an mit einem isolierten Kessel, der dann halt ins Sortiment kommt oder dann natürlich auch noch mit einer anderen Kesselbauart beziehungsweise Aufteilung der Kessel mit mehreren Kesselringen. Auch diesem wird es dann halt im Lauf dieses Jahres geben. Ich denke schon, dass Tillich mit den vorgestellten Neuheiten punkten wird. Interessant sind auf alle Fälle die Entwicklungen in der Spur H0E und H0M. So, jetzt werden wir mal unsere Zuschauer aus den Modellbauträumen wieder rausreißen und dieser kurze Einblick auf der Schauanlage hier bei Rocco, und da verrate ich eigentlich auch schon, wo ich bin. Nein, ich müsste sagen Modelleisenbahn GmbH. Was für eine Anlage ist das, Reinhard Reindl? Zunächst möchte ich mal sagen, wir sind auf dem Stand von Rocco Fleischmann. Diese beiden Namen sind ja viel bekannter als Modelleisenbahn GmbH. Die Anlage hier zeigt unsere Höllentalbahnanlage, die wir extra für diese Messe erbauen haben lassen. Grund für den Aufbau war die Überlegung, wir wollen die 85er, unsere Neukonstruktion von heuer, auf einem repräsentativen Anlagenstück auch präsentieren können. Jetzt bin ich ja fast beruhigt. Ich dachte schon, das habt ihr wegen mir gemacht. Nein, eine sicherlich nur wegen Ihnen. So, gehen wir mal in die Neuheiten rein. Ja, das ist ja unser ganz besonderer Stolz für dieses Jahr, dass wir endlich die Baureihe 85, eine Dampflokomotive, die wir schon längere Zeit angekündigt haben, ausliefern können. Das Modell ist jetzt als Vorserienmuster auf der Anlage und am Stand in mehreren Exemplaren zu sehen. Und muss ganz ehrlich sagen, wir sind selbst positiv überrascht, wie schön wir das Modell umsetzen haben können. Als besonderes Highlight wird es ja dieses Fahrzeug ja auch mit dynamischen Dampf
gegeben, wie man auch in diversen Filmen schon sehen hat können, qualmt es ordentlich aus dem Schornstein heraus. Und der zusätzliche Schmankerl haben wir jetzt ganz als wirkliche Neuheit in dieser Baureihe. Wir bauen erstmals einen MFX-kompatiblen Decoder für die Wechselstromfreunde ein. Na, dann werden Sie sich aber freuen, denke ich mal. Ja, ich hoffe es. Natürlich kommt ihr auch an dem Klassiker der Vectron, der Baureihe 193, auch nicht vorbei. Der Vectron ist ja ein typisches Kontrastprogramm zu einer Dampflokomotive. Wir können nicht umhin, diese zwischenzeitlich schon sehr wichtige Neukonstruktion auf deutschen Bahnen auch im Modell zu verwirklichen. Und wir werden da einige Varianten in diesem Jahr ausliefern. Im Herbst, denken wir, wird es soweit sein. Wir sind stolz, auch dieses Modell heuer unseren Kunden präsentieren zu können. Dann kommt das nächste Kontrastprogramm gleich hinterher. Gehen wir mal zur ÖBB und zur RH5042, den Dieseltriebwagen. Wir hatten ja oder haben ja schon ein recht umfangreiches Elektrolokomotivenprogramm für Österreich und wir wollten einmal unseren Kunden ganz was Besonderes bieten, mal einen Aha-Effekt liefern. Und so ist uns der 5042 eingefallen, ein typisches Nebenbahnfahrzeug, das auf großen und auch kleinen Anlagen Platz finden kann und mit ein paar technischen Highlights aufwarten kann. So hoffen wir doch, unsere Kunden überzeugen zu können. Denke ich schon. Und die Überzeugung wird auch bei dem Dieseltriebzug 628-4 sicherlich nicht enden. Ja, so wollen wir es hoffen. Unser Modell basiert ja auf unserem 628.2, den wir komplett überarbeiten und auch modifizieren und anpassen, sodass wir es in 628.4 liefern werden können. Abgesehen davon wird das Modell ja auch dem heutigen Modellbaustandard dann entsprechend ausgerüstet werden mit Innenbeleuchtung, LED, Sound etc. Dann wollen wir natürlich noch einen Güterwagen vorstellen, besser gesagt einen Kesselwagen. Ich schmeiße jetzt mal mit dem Fachbegriff um mich, ZASS. ZASS, ja, die Insider werden natürlich sofort wissen, was es ist. Es handelt sich um einen Knickkesselwagen, um eine Knickkesselwagenkonstruktion, die während der 80er Jahre an die Deutsche Reichsbahn in großen Stückzahlen geliefert worden ist und die auch noch heute auf verschiedenen Eisenbahnstrecken im Block und Ganzzügen im Einsatz ist. Und wir müssen ja unser Güterwagenprogramm modernisieren mit neuen Fahrzeugen, also neu in Formen. Und da ist uns zunächst einmal dieser ZASS eingefallen. Mit diesem letzten Blick auf die Schauanlage von Roko Fleischmann, der Höllentalbahn, verabschieden wir uns von Reinhard Reindl, denn der nächste Termin wartet schon auf unserer Liste. Denn das, was wir jetzt kennenlernen werden, soll die großen Probleme, die Modellbahn hat, beseitigen helfen. Liebe Modellbahnfreunde, es ist immer nicht ganz so einfach, seine Anlage staubfrei und sauber zu halten. Und es gibt immer so viele Tricks und Tipps, die man machen kann, vom brutalen Bodenstaubsauger bis, ach, was weiß ich, was man da alles machen kann. Es gibt aber eine Lösung und die Lösung steht neben mir. Das ist Eckhard Lux vom Lux Modellbau. Lieber Eckhard Lux, Sie sind der Spezialist für Reinigen der Gleisanlagen. Kann man mit Fug und Recht wohl sagen. Wir sind seit ca. 25 Jahren in diesem Thema unterwegs, haben verschiedene Produkte konstruiert und an den Markt gebracht. Allem vorangestellt vermutlich die Spurweite H0, die immer noch sehr stark am Markt verbreitet ist. Dort sind wir bekannt geworden mit dem ersten fahrbaren Gleisstaubsaugerwagen der Welt. Es ist also eine Erfindung, die auf uns zurückgeht. Gleisstaubsaugerwagen. Richtig. Der geht also richtig mit. Wir haben einen fahrbaren Wagen derart ausgestattet mit einer Saugtechnik, dass er lose Staub- und Schmutzpartikel aus der Umluft oder dem Geländebau anlöst durch seine Saugbürste und anschließend aufsaugt und einem Staubbehälter zuführt. Nun arbeiten Sie auch weiter an neuen Lösungen bzw. an neuen alten Lösungen. Hatten Sie mir gerade verraten, was ist das? So ist es. Wir haben in diesem Jahr eine Neuheit uns vorgenommen, die am Markt vor vielen Jahren schon mal bekannt wurde und gehandelt wurde unter dem Begriff Staubhexe. Wir haben also ein Gerät, womit wir sehr effektiv detaillierte Landschaftsteile reinigen können. Dieses Gerät ist so ausgelegt, dass es gleichzeitig bläst und saugen kann. Das heißt, durch diese Verwirbelung löse ich sehr effektiv Staubpartikel
in der Modelllandschaft und sauge sie anschließend auf. Dieses Gerät kann man sehr effektiv an einen handelsüblichen Staubsauger anschließen und somit werden recht elegant Schmutzteile beseitigt. Das ist ja unglaublich, was Sie da so vorhaben. Die Anlagen saubern, also sie säubern damit jetzt faktisch nicht nur die Schienen, sondern, wenn ich es so richtig verstehe, alles, was da so einstauben kann. Jetzt steigen wir ein in das Thema Landschaft und haben uns eben einen Kopf gemacht zu diesem unschönen Bild einer verstaubten, aber liebevoll gestalteten Landschaft. Ganz genau. Darauf zielt diese Neuheit ab und ich denke, Ende des Jahres haben wir vielleicht schon mal was zum Vorzeigen. Bis dahin vergeht noch eine kleine Weile, aber die Schienenreinigung kann schon mal in Angriff genommen werden. Auf den jetzt folgenden Termin freue ich mich immer ganz besonders. Ich habe ein Date mit einer Frau. Es ist die Geschäftsführerin Katrin Braun von Brava. Bevor wir zu den Neuheitenvorstellungen von Brava kommen, liebe Zuschauer, möchte ich natürlich erstmal was loswerden, nämlich Glückwünsche für die Leserwahl 2017 des Eisenbahnmagazins für die V90 und E75. Das ist doch mal eine tolle Sache, Katrin Braun, oder? Ja, das finden wir auch. Vielen Dank für die Glückwünsche. Hat uns sehr gefreut, dass wir die Leserwahl gewonnen haben, vor allem mit so tollen Modellen wie die beiden. Das waren unsere Hauptneuheiten letztes Jahr. Und ja, da steckt auch viel Technik drin, viel Entwicklung. Deshalb freut es uns, wenn das jemand gemerkt hat, dass wir uns da sehr viel Mühe gegeben haben. Ja. So, und dass ihr euch viel Mühe gebt, sehen wir auch an den Neuheitenvorstellungen. Die erste Nummer, die bei mir steht auf meinem Spickzettel, da können wir auch gerne gemeinsam drauf gucken, ist die E44. Genau, da wollen wir auch das mit der E75, was wir letztes Jahr geliefert haben, jetzt fortsetzen. Haben eine neue Altbau-E-Lok ins Sortiment aufgenommen mit der E44. Ich denke, ein Muss für jeden E-Lok-Sammler. Auch ein Eisenbahnklassiker und bei dem Modell werden wir auch alles umsetzen, was die Unterschiede betrifft. Also wir haben, ich glaube, 7 verschiedene Dachversionen geplant, verschiedene Pantographen, alle Hauptschalter, Sandkästen, sodass wir da, was die Optik und Detaillierung betrifft, wirklich einen Schritt nach vorne gehen und ein tolles Modell auf den Markt bringen werden. Sie ist ja auch recht lange gelaufen, wenn man sich jetzt überlegt, dass sie doch über mehrere Epochen das gute Stück gelaufen ist. Genau. Gibt ja dann auch von der Formen und beziehungsweise Farbvielfalt ja unheimlich viel her, die Lokomotive, denke ich mal. Ja, richtig. Gibt es ja auch heute noch im Museum und das bilden wir auch alles ab. Also gerade auch in der Reichsbahn-Variante. Was es noch nie im Modell gab, war die Version mit Widerstandsbremse. Die wird zum ersten Mal im Modell erscheinen und deswegen sollte da für jeden Kunden was dabei sein. Jetzt könnte man natürlich noch stundenlang über die E44 reden, aber es gibt ja noch mehr Modelle, die Sie haben auf dem Programm, und das ist die V36. Das nenne ich auch mal eine schöne Lok. Ja, ein ganz anderes Produkt haben wir letzten Herbst vorgestellt. Wir sehen es auch hier hinter mir, haben wir schon die ersten Formteile in der Vitrine aus den Werkzeugen. Da sind wir schon sehr weit mit dem Produkt. Auch da gibt es unterschiedliche Versionen, was die Optik angeht. Aber bei der V36 zeichnen sich vor allem wieder die technischen Funktionen aus. Da wollen wir an die V90 anknüpfen. Die wird eine elektrische Kupplung bekommen, einen Stromspeicher in der Extraversion. Gerade auch bei den Langsamfahreigenschaften wird sie sich auszeichnen. Wir haben wieder eine tolle Motorsteuerung geplant, die super mit unserem Decoder funktioniert. Und auch beim Sound legen wir immer sehr viel Wert drauf und denke ich, sind da gerade bieten ein tolles Paket an. Wir programmieren wirklich alles einzeln, sodass die Akustik wirklich super rauskommt. Und wir können es nachher an der V90 nochmal sehen, wie die Kupplung funktioniert. Ich denke, das wird auch bei der V36 wieder viele Kunden begeistern. Und davon bin ich auch fest überzeugt. Genau. Jetzt kommen wir mal zu den schaukelnden Doppelstockwagen. Genau. Die Intercity-Züge im Original, wahrscheinlich bei Brava nicht. Nein. Was können Sie dazu sagen? Ja, die sind gerade bei uns in der Auslieferung, die werden wir ab nächster Woche an den Fachhandel ausliefern, also direkt nach der Spielwarenmesse. Betrifft die IC2, also die Intercity 2 Doppelstockwagen, bei uns im Modell in der Analogversion. Die wird es auch in ein paar Monaten, Ende Mai, Juni, mit einer Innenbeleuchtung geben. Da haben wir jetzt noch neu ins Sortiment eine Version für Wechselstrom aufgenommen, sodass der Kunde schon ein komplett fertiges Produkt kaufen kann. Und hier kommt eine Neuentwicklung von uns rein. Wir haben ein Zugbussystem entwickelt mit einer vierpoligen stromführenden Kupplung, mit der man die Möglichkeit hat, alle Funktionen und
auch Licht, die Lichtsteuerung komplett eigenständig zu programmieren und auch einen tollen Spieleffekt reinzukriegen. Das System wird alleine erkennen, wo das Zugende ist und das Schlusslicht alleine abschalten, wenn man was verändert an der Zugzusammenstellung. Also ich denke, das ist nochmal technisch ein Schritt, den wir bis jetzt noch nicht im Sortiment hatten und wird sicherlich ein toller Spieleffekt. Es wird immer verrückter, sage ich. Es wird immer verrückter. Jetzt erkennt die Modellbahn schon, wo du hinten Schluss ist. Genau. Es gibt natürlich auch noch eine weitere Neuheit. Die gibt es noch nicht mal auf den Schienen, aber Brava hat sie bereits schon. Genau, das ist der Twindex Vario Triebzug, der zwar optisch den Intercity 2-Wagen ähnelt, es gibt aber im Vorbild auch noch sehr viele Änderungen. Die IC2 fahren jetzt schon seit einer Weile auf den echten Schienen und der Triebzug ist gerade noch in der Testphase. Wir sind mit der Entwicklung parallel dran, dass das Modell fertig wird, wird aber bis Ende des Jahres noch dauern. Wir wollen auch beim Original immer abwarten, was sich da noch tut. Unsere Entwickler sind auch ständig im Werk und schauen sich das Original an, dass wir da parallel dranbleiben. Aber auch das wird ein neues Produkt für uns und kriegt auch von der Digitaltechnik einiges an gleichen Funktionen wie die Doppelstockwagen. Dann. Macht ja auch optisch was her, das Teil. Kommen wir mal zu Personenwagen. Da gibt es ja auch eine Neuigkeit bei Ihnen im Katalog unter Gruppe 36. Ja, richtig. Die haben wir vergangenes Jahr schon angekündigt. Werden auch in den nächsten Wochen diese Version ausliefern. Viele Kunden haben sich gewünscht, dass wir noch weitere Formvarianten auf den Markt bringen. Das haben wir jetzt dieses Jahr getan. Hier in der Vitrine sind auch schon die fertigen Modelle. Zwar noch unlackiert, aber sie sind schon da. Es wird einen Schlafwagen geben. Da ist das Besondere, dass es eine Inneneinrichtung mit Betten geben wird. Ein Gesellschaftswagen, ein Speisewagen und ein Halbgepäckwagen. Also da haben wir jetzt wirklich die komplette Bandbreite abgebildet und der Kunde kann sich seinen Zug so zusammenstellen, wie er das möchte. Und werden auch auf demselben Qualitätsniveau sein wie unsere 3YG und 4YG-Wagen, sodass da wieder einfach selbes Niveau auf der Schiene seinen Platz finden wird. Ist ja unglaublich. Apropos Schlafwagen, die Betten sind schon drin, da fehlen ja bloß noch die Leute da rein, oder wie? Genau, das wäre dann der nächste Schritt, aber vielleicht auch zu viel. Kommen wir mal zu den Güterwagen. Da gibt es einen wunderschönen Güterwagen-Begleitwagen, so wie man in den 50ern und 60ern teilweise auch noch gesehen hat. Genau, der hat ja früher in keinem Zug gefehlt. Wir haben Güterzug-Begleitwagen, den PBG 14. Haben wir hier auch schon ausgestellt. Wir sind mit den Formen eigentlich schon fertig. Wir sind schon recht weit. Die Kunden können hier schon einen Eindruck gewinnen, wie das Produkt aussehen wird. Der wird auf Brava-Niveau sein. Ich denke, viele Kunden wissen schon, wie wir unsere Waggons produzieren und wie detailliert sie sind. Wichtig ist uns auch immer, dass es gut zu handeln ist, also dass die Sachen stabil sind. Da haben wir, denke ich, auch viel dran gearbeitet, dass wir uns da verbessern und hinterfragen. Die 3YG sind ein tolles Beispiel dafür. Und ich denke, der Waggon, der kann auch gut kombiniert werden mit den anderen Produkten. Das Gleiche trifft ja wohl auf den Schüttgutwagen OTMM zu. Wir haben eigentlich in den letzten Jahren immer wieder neue Güterwagen gemacht. Und dieses Jahr haben wir uns für einen Schüttgutwagen entschieden, den OTM 70. Da ist eigentlich das Besondere, dass wir die Schütten offen gestalten und innen auch alle Querstreben nachbilden. Ich denke, die Kunden können dann selber entscheiden, ob sie ein Ladegut drauf machen oder die Waggons befüllen. Aber das ist ein Standardgüterwagen, der in keinem Zug fehlen darf oder auf keiner Anlage. Und da wollen wir einfach weiter das Sortiment ergänzen und ja, auch die Kundenwünsche berücksichtigen. Jetzt wechseln wir mal ganz salopp die Spur. Wir kommen mal zur Spur N. Auch da gibt es ein paar Neuigkeiten zu berichten. Zum Beispiel die Baureihe 216. Genau. Im Prinzip schon seit vielen Jahren Teil des Brava-Sortiments, die Diesel-Lok 216. Was uns sehr wichtig ist, dass wir immer wieder uns selber hinterfragen und schauen, was wir an unseren Produkten besser machen können. Die 216 ist dieses Jahr ein Beispiel dafür. Wir haben sie in der Entwicklung technisch komplett überarbeitet. Die Lokomotive wird eine Schnittstelle bekommen, ein Zugschlusssignal. Wir werden eine Soundversion anbieten in Spur N und auch einfach die noch Details wie die Zugkraft und die Geschwindigkeit vom Modell deutlich verbessern, sodass wir da wieder ein modernes Produkt im Sortiment haben, das auch wieder viele Kunden erreicht. Und da wollen wir einfach auch immer dranbleiben, dass wir bestehende Produkte komplett überarbeiten. Und dieses Jahr ist die 216 dran in N.
Jetzt kommen wir mal zu den Güterwagen, auch in Spur N, die gedeckten Güterwagen GLMHS. Genau. Da kann man auch was hinten dranhängen, da gibt es sicherlich auch sehr viele Formvarianten. Genau, wir haben jetzt zwei neue Güterwagen in N, dieses Jahr im Sortiment, einmal der Kesselwagen Uerdingen und der GLMHS 50 hatten wir vor ein und vor zwei Jahren in H0 im Sortiment. Da kommen dann immer viele N-Bahnen und fragen, ob wir das auch für sie machen können. Das haben wir jetzt dieses Jahr umgesetzt und ich denke, wird vom Niveau her wie der G10 und unser Oppeln bzw. Bremen, den wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben und soll auch da einfach das Sortiment ergänzen und dass die Kunden wieder weitermachen können mit ihren Güterzügen. Die Zeit vergeht wie im Fluge, man müsste besser sagen im Zuge. Okay, genug gealbert. Der erste von vier Teilen Messesendung ist leider zu Ende. Aber keine Panik, es kommen ja noch drei. Ich sage dann mal Tschüss, bis zum zweiten Teil auf gleicher Welle und Kanal. Bis dahin, machen Sie's gut. Ihr Frank Buttig.